Ich mache einen Hotspot auf. Hui, moinsen. Sonntag, der 12. Juli. Sonntag, der 12. Juli. Jetzt ist es, ja, es ist Punkt 9 Uhr, Donnerschlag. Habe ich euch schon wieder angesprochen, Entschuldigung. Punkt 9 Uhr. Nina ist Vollgas im Café in Gang, bereitet Frühstück vor. Wir haben heute Morgen um 10 eine Frühstücksgruppe bei uns zu Gast im Café. Also wenn ihr mal Bock habt auf Frühstück, ab 10 Personen, eine Woche im Voraus, ja, 3-4 Tage im Voraus wäre schon gut. Könnt ihr euch gerne melden, anmelden, dann machen wir da gerne was möglich. Jo, und ich bin jetzt auf dem Weg zum Feld. Kartoffeln sind alle. Ihr habt gestern echt fleißig Kartoffeln im Hofladen gekauft. Und jetzt habe ich für heute nichts mehr. Bis auf eine Tüte, die noch im Laden steht. Aber da ist ein bisschen was knapp, nehme ich an. Freut uns ja, aber jetzt muss ich los. Jetzt muss ich noch welche ausbuddeln. Da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Da läuft die Beregnung gerade noch die letzten Meter in der Bahn. Kann man das überhaupt sehen hier? Gleich, wenn wir dichter dran sind. Und da ich jetzt sowieso schon los muss, Kartoffeln holen. Ich werde jetzt auch nicht ganz so viel. Ich habe 4 Kiepen habe ich mit. Das ist für heute und morgen Vormittag mal gucken, je nachdem wie es passt. Also für heute reicht das dann auf jeden Fall. Die buddel ich mir jetzt hier aus. Und das bedeutet auch, dass es jetzt ab, jetzt noch auf dem Feld, in einer Stunde oder so sind die abgepackt im Laden, die ersten Ernte 2020 Prinzess gibt bei uns. Ach, da freue ich mich selber schon drauf. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ganz viel Zeit bleibt nicht, da ist noch genug zu tun heute. Also später. So, bin ich hier am Buddeln und sind halt noch klein, also zum Roden ist das noch nichts, aber jetzt für uns zum Abpacken, das sind sehr schöne Kartoffeln, da freue ich mich wirklich drauf, die selber zu essen, muss ich sagen. Hier zum Beispiel ist jetzt gerade eine Pflanzkartoffel, die Mutterknolle und die ist echt noch erstaunlich gut in Kontakt, in Zustand, die ist richtig fest noch, also da ist nichts matschig oder so, also das war... Das hat geklappt. Das war wirklich gutes Pflanzgut. Und die anderen, die sahen alle so aus. Also da ist nichts, bis jetzt noch nichts gewesen. Also Respekt. Hast du gut gemacht, Mama. Also ich buddel jetzt hier nicht ganz so tief. Ich hatte zwar eine Forke dabei, aber wir fahren hier dann nochmal, wenn Mirko seinen Roder mal mitbringt, fahren wir hier nochmal einmal mit dem Roder drüber weg, dass wir die tiefer sitzen, dann auf jeden Fall noch rauskriegen. Da passiert jetzt so nichts dran. Da ist ja noch genug Überdeckung. Die werden nicht grün. Und ich habe es jetzt nicht ganz so schwer, weil ich mich ja auch ein bisschen beeilen muss. Ne? Das ist erst die erste Kiepe und die ist auch noch nicht voll. Also weiter geht's. Uah. Ich habe gerade die Kamera aus der Tasche gezogen und sie war an. Irgendwie strange. Tag. Es ist immer noch Sonntag. Jetzt ist es kurz vor 18 Uhr. Nee, einen weiteren Dreh um. Ich will jetzt die Beregnung mal umstellen. Diesmal ohne Fluchen, hoffe ich. Oh Mann. Wir fahren noch einen Durchgang. Und dann holen wir die Beregnung morgen früh hier weg. Und dann kommt eine Krautfäulebehandlung dran. Das ist dann aber auch letzte Rille. Das wird dann wieder Zeit. Aber den einen Beregnungsdurchgang, den schaffen wir jetzt noch. Einmal heute Nacht, 12 Stunden regnen. Ich stelle das ein bisschen schneller, dass er dann in 12 Stunden durch ist. Und dann sollte das alles so passen, wie wir uns das gerade vorstellen. Ja. Da steht die Regenmaschine. Bin gespannt, wie weit sie eingezogen ist. Das kennt ihr ja aus dem Flock 140 Teil 1 und Teil 2. Aber sieht ganz gut aus. Mal gucken, ich bin gespannt. Ich knipse aber gleich die Kamera wieder aus, weil nochmal muss ich jetzt nicht fluchen. Ich habe auch keine Lust, mich zu ärgern. Es ist ja Sonntag. Es ist ja nicht Montag. Aber letztes Mal war ja auch nicht Montag. Ne? Morgen ist Montag. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Morgen ist Montag. Bin ja mal gespannt, was passiert, wenn wir die morgen wegholen wollen. Am Montag.
So. Bis gleich. Gott sei Dank. Das ist sehr knapp mit dem Schlauch. Ist ein bisschen stramm, aber es passt. Ich habe Angst gehabt, dass es abreißt. Der zieht auch ein. Und wie gesagt, jetzt ein bisschen schneller. Der ist jetzt auf 12 Stunden. Jetzt ist es 18.20 Uhr. Also bummelig 20 nach 6, halb 7 morgen früh ist er durch. Den kann er dann hier direkt nach dem Stall hier weg. So, ach na gut, hier ist die Melde, ne, was ich vorhin eben gerade sagte. Dieses Stück hier. Da hinten auch noch ein bisschen was, aber hier ist besonders viel. Aber wie gesagt, beim Schlägeln, nach dem Schlägeln kein Problem mehr. So, jetzt müssten sie eigentlich zu Hause auch fertig sein mit Kaffee sauber machen, aufräumen, abbauen. Da war heute echt gut was los. Junge, Junge, also vielen Dank an alle, die da waren. Hat mich sehr gefreut. So, ach du Scheiße. Telefon. Was ich noch sagen wollte, also ganz vielen Dank und ganz liebe Grüße an alle Gäste, die da waren heute bei uns. Und besonders auch Grüße an Hof Aderholt. Die kamen aus Kiel zu uns. 5 Kilometer entfernt von Kiel haben die ihren Hof und Hofladen. Und die waren auch mal im Café und Hofladen heute zu Besuch. Also auch da vielen Dank, Grüße, trotz Stau auf der Anreise beim Elbtunnel. Hamburg ist halt Hamburg. Ich hoffe, ihr seid auf dem Rückweg besser durchgekommen. Wenn ihr das hier seht, könnt ihr mal kommentieren, ob das besser geklappt hat. So, hier ist Wasser. Dann warten wir mal eben, bis er rum ist und dann fahren wir weg. Hui, moinsen, Montag, 13. Juli, das weiß ich sicher. Ich warte gerade, ich habe einen Termin hier bei uns, vorne am Hofladen. Unsere neuen Sitzgelegenheiten hier im Hochkaffeegarten finde ich richtig geil. Also wir haben runde Tische, da kannst du auch, hier stehen jetzt 4 Stühle, du kannst problemlos, wenn man jetzt keine großen Speisen verzehrt, auch mit 5 oder sogar 6 Leuten an diesen runden Tischen sitzen. Die sind ein bisschen was größer als die alten, das finde ich richtig geil. Und wir haben halt auch so eckige, hier fehlt jetzt gerade ein Stuhl, den haben sie sich dahin gerückt, haben wir noch nicht zurückgestellt gestern. Ja, dann diese und da kann man dann halt auch so schöne, hier sind jetzt mehr Stühle, so kann das auch aussehen, und da kann man dann halt auch so schöne lange Tafeln mitmachen. Deshalb haben wir eckige noch extra dazu genommen. Also ich finde es echt geil. Die haben schon schick. Ich hoffe, die halten jetzt auch dem Wetter stand. Im Winter kommen sie natürlich rein, aber dass das auch einen Augenblick hält. Und wir haben einen zweiten großen Schirm hier aufgebaut. Hat Björn hier noch Beton gemacht letzte Woche. Wir haben da auch noch so einen Schirmständer. Vielleicht nehmen wir noch mal einen dritten, aber im Moment ist das nicht drin. Mal schauen. Jetzt müssen halt noch 2, 3 von diesen alten verblichenen Schirm herhalten, aber besser als gar nichts. Ne? Aber die machen schon echt schönen Schatten hier, wenn es warm wird. Das ist große Fläche, das gefällt uns echt gut. Jo. So, jetzt wollen wir einen Termin abarbeiten. Ach, wer ist da denn? Guck mal, wer ist da denn? Wir verraten jetzt aber nicht, was du hier machst. Moin. Moin. Na? Grüß dich. So, später. So, jetzt will ich noch mal eben kurz mit euch in den Stall. Termin ist beendet, erfolgreich. Übrigens, da gibt es auch noch eine schöne Story zu. Diese Dreiradkarre, abgesehen von der Bodenplatte, die neu gekommen ist, aber auch nicht mehr neu aussieht. Diese Dreiradkarre, die ist so steinalt. Die hatten meine Großeltern damals, um Milch zu den Kälbern zu fahren. Und da sind wir als kleine Jungs, sind damit immer im Herbst los, haben Eicheln und Kastanien gesammelt und die haben wir verdickt an den Jägers. Und auf dem Rückweg immer Spaß. Einer stand da, Griff in der Hand, Brücke runter, Attacke. Da darfst du nicht mehr drüber nachdenken, wie gefährlich das gewesen ist. Junge, 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 aber hat Mords Spaß gemacht. Heutzutage wird das schief gehen. Damals ging das. So,
Was ich aber, das wollte ich eigentlich heute Morgen beim Fräsen machen. Und dann habe ich die Kamera versucht anzuknipsen und der Akku war tot. Wahrscheinlich ist die Kamera in der Hosentasche wieder aus Versehen angegangen von alleine. Ja, tut mir leid. Hätte ich gerne da gefilmt. Da stand ich nämlich da auch drin im Kompost. So, aber was ich euch zeigen wollte. So, die Mädels haben sich gerade schon wieder abgelegt. Ist jetzt quasi der Füllstand. Also hier fehlen ja immer noch die Bohlen und die Rohre, ja, man kommt zu nichts, aber das funktioniert ja erstmal auch so ganz gut. Hier bei der Tränke ist natürlich matschig, ne? Hier beim Durchgang, das ist klar, da kompostiert auch nichts. Aber ansonsten sieht das wirklich gut aus und wir haben jetzt echt eine Höhe erreicht, die habe ich bislang noch nicht gehabt in der Form. Wir haben ja im Dezember angefangen erst, zuletzt dann Anfang März ausgemistet, das ist jetzt von März. Ja, April, Mai, Juni, wenn ich das zusammenrechne, Juli, sind wir jetzt bei 4 Monaten, gute 4 Monate. Und ich bin jetzt echt hart am Grübeln. Ich wollte das jetzt im August ausmisten, um das aufs Roggenland zu streuen. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich dann 5 Monate weiter denke, dann bin ich im Winter, wenn ich das nächste Mal ausmiste. Das Misten ist dann kein Problem. Das Problem ist aber, die Kompostierung mit neuem Material im Winter wieder in Gang zu kriegen. Deshalb bin ich jetzt echt am Überlegen, wie ich es mache. Ich kann es jetzt nicht bis Oktober rauszögern hier, dann wird es zu voll. Also das passt in unserem Stall ja nicht, da es ja nur umgebaut ist. Man sieht ja, wie gesagt, wie hoch das jetzt schon ist. Ich kann noch ein Stück schräg gehen mit dem Kompost, das wird wohl hinhauen. Aber irgendwann ist halt Ende. So, jetzt bin ich, wie gesagt, am Überlegen, wie ich das mache. Ich denke, wir werden das so oder so im August spätestens, ja, nee, Juli ist ja schon wieder fast rum. Im August wieder rausnehmen. Im August rausnehmen und dann notfalls im Oktober halt nochmal. Dann ist das so. Aber bevor ich dann im Winter, und du weißt ja nie, was mit Winter kommt, wir haben lange keinen harten Winter gehabt. Und letzten Winter im Dezember hat es ja auch funktioniert. Aber da kannst du nicht von ausgehen. Wenn dann doch mal richtig Frost kommt, dann hast du mal Läschen. Dann hast du feuchtes Holz, das nicht kompostiert. Und das wird richtig bescheiden. Deshalb, wie gesagt, denke ich, dass ich im August und dann im Oktober nochmal alles rausfahre, um dann bis zum frühen Frühjahr hinzukommen. Und dann haben wir dann im Frühjahr wieder Kompost zum Streuen, den aus Oktober und den aus dem Frühjahr, also März wieder oder sowas, mal gucken. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise jetzt für uns. Da sind die Leute, die einen Neubau haben, natürlich ganz klar im Vorteil, die über ein Jahr da problemlos mit arbeiten können. Ja, dafür war unsere Lösung günstiger. So, Kartoffeln packen und dann denke ich mal, wo ist denn der 818 hin, dass ich die Beregnung hole. Schauen wir mal. Später. So, eigentlich muss ich jetzt ja draußen stehen bleiben. Am besten wieder heißt er wieder nur im Autowagen gesammelt, ne? So, ich habe jetzt fertig gemacht, was ich im Livestream angefangen habe. Ganze Gerödel aus Auto. Hilft aber nichts. Ich muss im Autowagen sammeln, weil ich muss wieder los. Dann schaffe ich wieder nichts. Alles fertig gemacht hatte. Und weil Montag ist, habe ich dann auch auf halbem Weg auch noch einen Schlauch halb verloren von der Beregnung. Aber Gott sei Dank. Es ist auch von Vorteil, wenn man die Fenster mal offen hat. Habe ich das Rödeln gehört und habe ihn dann reingezogen, wieder eingesammelt. Der schlifft dann so halb hinterher. Mann. Ja. Aber es hat geklappt. So, da vorne ist mein Vater schon. Ist gerade hier bei der Spritze. Fungizidmaßnahme, hatte ich ja erzählt. Wop. Hey. Wenn ich ein bisschen Gas gebe, könnt ihr es vielleicht noch einmal kurz sehen. Na komm. So, aus dem Rügel raus. Umdrehen. Ich weiß nicht, ob er das erkennen kann. Ich kann ja dann beim Schnitt
schneiden, vielleicht ein bisschen reinzoomen, mal gucken. Deshalb filme ich 4K. Nicht damit ich 4K hochladen kann, sondern dass ich dann mal in Full HD auch mal was reinzoomen kann, ohne Qualitätsverlust. So, besser geht's jetzt nicht. Moinsen, Dienstag, 14. Juli. Jetzt bin ich gerade am Tüdeln, das zeige ich euch aber später. Vielleicht heute Abend oder morgen. Mal irgendwas fertig machen. Klingelt das Telefon, ist jemand im Laden. Ich denke, ah, das geht jetzt wieder nicht. Wir haben eine Kiste Bier mitgebracht. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Da laufe ich jetzt schnell hin. Gleich. Yo, aufs Video wollte er nicht. Aber ist auch nicht schlimm, muss man ja nicht. Aber eine Kiste Altenburger. Altenburger, hell, mildes Lagerbier. World Beer Awards. Ja, das sieht doch gut aus. Aus Altenburg. Und die Jungs kamen aus Leipzig. Also vielen Dank nochmal an euch. Hab mich gefreut. Ich stelle das jetzt hier in den Kühlraum. Lass das ein bisschen kalt werden und dann wird das mal probiert bei Zeiten. Ne? Also. Also ich habe gerade ein Déjà-vu. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Das war doch schon mal. Das hatte ich doch schon. Was war denn das? Mann! Naja, aber ich habe mir was für die mobilen Livestreams überlegt. Wie viele brauche ich denn? Wie viele habe ich denn? Und zwar habe ich ein altes Handy ausgegraben. Das lädt gerade. Und ich will mal gucken. Dann würde ich nämlich einen Hotspot, also Hotspot Internets, nicht Corona, würde ich nämlich einen Hotspot aufmachen. Ja, ich mache einen Hotspot auf. Das hat ganz andere Bedeutung, seitdem wir Corona haben. Also nicht wir, sondern, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, das reicht. Mit meinem Handy, weil dann nervt auch kein Anrufer. Da ist keine SIM-Karte in dem Ding. Ich weiß nur nicht, wie die, das ist ein altes Sony. Ich weiß nur nicht, wie die Bildqualität ist. Das werden wir dann sehen. Das probiere ich aus, wenn es fertig geladen ist. Das wäre schon ganz geil. Und da habe ich mir so eine billige Piss-Halterung da bestellt für ein paar Euro 50. Die sollte theoretisch morgen schon kommen. Und dann checken wir das mal. Wa? Weil also ich hatte den Eindruck, dass ihr das ganz cool fandet. Also der zweite Versuch. Der erste Versuch war ja völlig in die Hose gegangen. Aber ich hatte Spaß dran. Und wenn das so funktionieren würde, wäre das natürlich eine entspannte Lösung. Ist noch mehr mitzuschleppen, aber irgendwas ist ja immer. So. Warum ich hier Zaunfehler raussuche, das zeige ich euch auch noch später. Die knallten Scheiße, aber die letzte wird noch viel spannender. Die habe ich ja auch so. Eigentlich habe ich es richtig gut zusammen gemacht, aber du steckst halt auch nicht drin. Ne? So. Hier. Ah. Mann, ey. So, was glaubt ihr, wofür ist das? So, Akku fast alle dann am Schlag. Kleines Stück Zaun gebaut hier. Und wofür seht ihr nachher oder morgen? Keine Ahnung. Da sind Dings und Bums. Wer ist Dings, wer ist Bums? 24 Jahre alt. Winnetou heißt du, ne? Winnetou. Und 4 Jahre alt, Mariechen. Wasser haben wir. Fehlt noch ein kleiner Trog, habe ich aber liegen. Komm, fertig. So. Hier ist es so winzig. So winzig. Das Leben ist ein Ponyhof. Mittwoch, der 15.
Hui! Jetzt ist das schon wieder eine ganze Zeit später als das Intro von diesem Tag. Hatte ich das schon gesagt, dass Mittwoch der 15. ist? Ich glaube ja, ne? Jetzt ist es 10 Uhr. Hier liegt ein Stein rum. Steinreiche Gegend hier. Björn ist vorne und pflastert noch ein bisschen in dieser kleinen, wie nennt man das denn, Grillhütte oder so. Und wie man sieht, noch einer. Wenn das so weitergeht, wäre ich noch steinreich. Setz noch ein paar Steine rein, da hatten wir bislang nur Hackschnitzel drin. Und das soll ja noch marschieren, da hat er jetzt sich die Zeit für genommen. So. Dahin. Ja, das sind die ganzen alten Bugrohre aus dem Kuhstall. Das liegt hier auch alles noch rum. Lily Graceway steht hier auch rum. Braucht noch jemand eine Cosmix-Futterstation? Hätte ich über. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr Interesse dran habt. Die funktioniert einwandfrei, steht im Trockenen auf Palette. So, da sind die Zottels da hinten. Könnt ihr das sehen? Ist die Kamera noch da? Da. Ach, ein bisschen weit weg, ne? Vielleicht kann ich reinzoomen. Ja, die fühlen sich da ganz wohl. Das sind doch schon lustige Zeitgenossen. Die Kinder freuen sich mega. Das ist einfach geil. Aber gestern schon ausgeritten, ja, ausreiten, ne? Also geführt. Aber das ist schon eine geile Sache. Wenn wir schon nicht in Urlaub kommen, dann müssen wir uns halt ein bisschen Urlaub hierher holen. Das ist halt so. Das ist der Grund dafür, dass wir die beiden Viechers jetzt haben. So, ich würde jetzt am liebsten Kartoffeln packen. Kann ich aber nicht, weil ich keine mehr hier habe. Jetzt wollte Mirko eigentlich heute Morgen den Kartoffelruder von zu Hause mitbringen. Der hat noch einen. Älteres Modell, aber völlig egal. Oh, da liegt noch ein Stein. Den schleppen wir auch noch mal eben zurück. Da fahren wir nachher nur rüber. Das ist ungeil. Kartoffelruder mitbringen. Leider wollte der Schlepper nicht so. Der musste in die Werkstatt. Also der von Mirko. Und jetzt fährt Mirko gleich los mit unserem 414, holt den her. Und das passt aber natürlich von der Spur nicht zum Roden. Deshalb bauen wir dann, so ist zumindest der Plan, unseren GT davor. Stuckeln unter Geleitschutz zum Feld. Ist ja nicht so weit. Einmal gerade über die Straße rüber. War eine leckere Attacke. Und dann wollen wir ein bisschen roden, wa? Das wird geil. Ich hoffe, dass das so klappt. Wenn es klappt, werdet ihr das jetzt in Kürze hier in diesem Video sehen. Bin gespannt. Habe ich voll Bock drauf. Habe ich echt Bock drauf. Freut mich, dass Mirko da auch Bock drauf hat und den jetzt noch holen will. Jo, Wetter angesagt ist kein Regen. Ist halt so latent bedeckt, aber relativ muckelig. Also zum Arbeiten eigentlich genau die richtige Temperatur, finde ich. Guck mal, da stehen die Kühe, überlegen gerade, gehe ich jetzt raus oder bleibe ich doch lieber im Stall? Ach, ich weiß auch nicht, jetzt ganz zur Weide oder vielleicht auch ja. Meistens kriegen sie es erst abends im Korb, dann geht das ab 9 raus, ab auf die Weide bis morgens um 4, 5 und dann kommen sie wieder rein. Aber habe ich ja schon oft genug erzählt. So, ja, ich warte jetzt auf den Kartoffelruder, derweil gucke ich noch mal einmal durch den Laden, ob da sonst alles fertig ist. Jo. So morgen wieder. Später. Fehlt nur noch der Ruder und dann geht es hier voll ab. So, hier hoch hier. Wir stehen uns jetzt einmal hin. Und dann wollen wir mal schauen, was da in der Erde sitzt.
muss das nicht mit der Hand ausprobieren, weil dann wärst du echt wahnsinnig. Da kriege ich Rücken, Nacken, Kopf, da kriege ich alles. Nur nichts Gutes. Jo, feine Sache. So. Na. Und der GT hat super durchgehalten. Traumhaft. Der Plan ist jetzt, dass wir die jetzt bis nach Mittag, jetzt, wie spät haben wir es eigentlich? 11:30 oder sowas? Ja, 11:30, genau. Dass wir die noch mal im Augenblick in der Sonne stehen lassen, dass sie ein bisschen antrocknen. Und dann wollen wir gucken, ob wir eventuell mit dem Ruder an den Sturzbunker in der Halle kommen. Dass sie nicht zweimal extra purzeln müssen. Und dann ganz vorsichtig über die Sortiermaschine, dass wir die ein bisschen freigrabbeln können. Dann kann ich die nämlich mit der Absackwaage verpacken. Und hat den Vorteil, da kommt noch ein bisschen mehr von dem Sand weg. Ja, mal schauen, ob wir da irgendwie rankommen. Ich wollte jetzt natürlich nicht zu oft rubbeln und stoßen, weil die auch noch lange nicht schalenfest sind. Ne? Aber der Trach sieht echt interessant aus. Also da für eine Reihe ein bisschen was kommt noch. Das Problem ist natürlich dann irgendwann, die sind relativ, da sind schon echt große Dinger bei, so wie die. Die darf auf keinen Fall größer, aber halt auch noch ein paar kleine, so wie die. Und da muss man jetzt natürlich den richtigen Zeitpunkt finden, wann geht man dabei, wann schlägt man das Kraut runter. Einen Augenblick können sie noch, aber zu lange nicht. Also nicht, dass wir nachher nur Übergrößen kriegen, die sind ja so auch nicht verpackungsfähig. Ne? Schauen wir mal. Aber geil. Leider geil. Leider geil. Hammer. Ja. Ich versuche mal, wenn wir das nächste Mal losfahren, vielleicht finde ich ja jemanden, der eben hilft, eben mal abgrabbeln, dass ich dann aus der Luft nochmal Aufnahmen machen kann. Das habe ich jetzt ja nicht geschafft. Aber das wäre ja auch nochmal geil. Ne? Das wäre auch nochmal, das hätte Stil. So. Wir brageln nur nach Hause. Später. So, haben sie über Mittag eben im Ruder noch ein bisschen stehen gelassen zum Abtrocknen. Jetzt lasse ich sie hier noch mal einen Augenblick stehen. Ja, fast genau eine Kiste voll. Sehr schön. Ja, hier ist eine alte. Die alte. Oh, die ist sogar ein bisschen matschig. Die kann gleich auf den Mist. Nehme ich gleich mit. Ja, und dann werde ich sie ganz vorsichtig. Wird nicht anders gehen, die muss ich durchsuchen. Ganz vorsichtig in Sturzbunker nehmen. Ich hoffe, das geht gut. Wir werden es sehen. Jo. Sehr schön. Zu langsam. Mal gucken. Ganz ohne Purzeln geht es natürlich nicht. Ein bisschen schneller. Mal gucken. Schneller drehen ist immer einfacher, dass mehr kommt. Aber ich will jetzt erstmal sehen, was passiert. Vielleicht muss das eher noch langsamer, oder? Vielleicht mal gucken, was oben ankommt. Ja.
bleiben die Skier. Ne, muss ich abbrechen. Sortiermaschine habe ich jetzt sehr langsam aufschütteln und wie ich sehe, reicht das nicht. Ich brauche ein bisschen mehr. Aber jetzt kommen sie nach vorne. Schauen wir mal. Schütte, mit der ich dann direkt in die Absackwaage reingehe. Und da will ich jetzt mal ein bisschen hochstellen. Ah, das war zu schnell erledigt. Und das Band ein bisschen zurück. So. Ein bisschen geht noch und dann versuche ich erstmal das Absacken und gucke mir das dann an, wie das aussieht. Aber bis jetzt sehe ich noch nicht mehr ganz. Staub. Staub haben wir genug. Das wäre es mir schon fast übergelaufen hier. Ist schon übergelaufen. Scheiße, die Hydraulik hätte ich immer ausmachen können. Jetzt mal so wieder an. Einmal ein bisschen hoch. So. Gabelstapler, Kiste und da raus und dann mal vorsichtig, na, vorsichtig in die Absackwaage rein. Alles vorsichtig und trotzdem wissen wir noch nicht, wie sie sich halten. Aber das werden wir dann schnell gewahr. Da muss dann wohl noch mal ein Lüfter davor. So, nehmen wir auch die Datnu. Zinken ein bisschen zusammen. Mal sehen.
So, da will ich nochmal für Hofmeierholz jetzt ein paar Säcke fertig machen und danach machen wir für uns Tüten. Und dann lassen wir noch ein paar laufen, dass wir die dann in eine Kiste kriegen. Und dann muss da eigentlich ein Lüfter vor, da gucke ich dann gleich. Aber erstmal eins nach dem anderen, ne? So, später. So, 2x4 Säcke. Die habe ich jetzt auf 2 Paletten. Normalerweise ist das natürlich Quatsch. Aber in diesem Fall, weil die noch lüften sollen, lieber einzeln. Das ist mir lieber. So. Stehe jetzt hier hin. Jetzt packe ich gleich erstmal eben ein paar Tüten für den Laden. Ja, brauche ich den Hubwagen hier? Jetzt nicht. Dann erstmal Tüten für den Laden und dann suche ich mir mal einen Lüfter, den ich dann noch mal eben vorstellen kann. Einen kleinen. Schauen wir mal. So, erstmal nur ein paar Tüten. Weil die sind nach wie vor in der Halle besser aufgehoben als im Laden. Da packe ich lieber nach. Hier habe ich jetzt einen Lüfter davor gestellt, dass die beiden Paletten jetzt mal eben ein bisschen, die 8 Säcke ein bisschen ablüften können. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit den anderen Kartoffeln mache. Die Tür erstmal zu hier. So, ein paar schütte ich noch rein, dann sortiere ich mir den noch vor, stelle den auch ins Lager und werde da auch einen Lüfter ranstellen und dann muss ich wohl den Rest wohl oder übel in die Kiste laufen lassen und auch einen Lüfter vor. Also das mache ich jetzt fertig und dann muss ich auch bald in den Stall. Ich habe heute ganzzeitig noch einen Termin. Das nervt ein bisschen, aber lässt sich nicht ändern. Und danach noch einen Termin, der ist wieder schön, da nehme ich euch auch wieder mit. Vielleicht aber erst im nächsten Vlog, überlege ich mir gleich noch. Gleich, später, Wort. So. Kartoffeln sind fertig, Kartoffeln sind auch im Laden drin, Etiketten sind drauf, alles schön. Ich sage jetzt Tschüss, Material müsste eigentlich reichen und ich muss ja auch noch Zeit finden, das für Sonntag alles zu schneiden. Heute ist ja nur Mittwoch, genau, und alles was ab jetzt gleich passiert, kommt dann ins nächste Video. Vielleicht, ganz vielleicht gibt es noch ein Special, das weiß ich noch nicht. Und zwar bekommen wir morgen Besuch von ein paar Abgeordneten vom Landtag, unter anderem Moormann und Eike Holsten. Die wollen einmal den Betrieb besichtigen und hinterher haben die noch ein paar Direktvermarkter eingeladen, mit denen wir uns bei uns ins Café setzen und dann ein paar Dinge durchdiskutieren. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich muss mal gucken, ob ich da dann irgendwie zum Film komme. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht kann ich den einen oder anderen ja auch noch ein paar Aussagen abringen, wie die Landwirtschaft aus deren Sicht weitergehen soll. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das könnte sogar, also demnach sein, dass das vielleicht sogar vor diesem Video jetzt kommt. Das weiß ich aber noch nicht. Von daher lassen wir uns jetzt alle mal überraschen, ich besonders. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich persönlich hatte echt Spaß, auf dem Ruder wieder zu stehen und dann mit dem GT davor und so. Das war geil. Das hat echt, so macht das Spaß. Herrlich. Ja, Kartoffeln schmecken. Hat man mittlerweile auch Probe gegessen. Also alles dufte. Wenn ihr Bock habt, holt euch welche. Wenn ihr noch mehr Bock habt, dürft ihr immer noch gerne hier unten abonnieren. Das würde mich auch freuen. Oder auch sogar Kanalmitglied werden, wenn ihr Bock habt. Immer alles drin, was ihr möchtet. Kein Thema. So, vielen Dank und bis zum nächsten Mal reinhauen. Würsing!